Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah. Der Prophet sallam zeigt uns eine sehr, sehr wichtige Tür in unserer Religion, indem er sagt: Innal mu'mina la yudriku bi husn khuliqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Der Gläubige kann mit seinem guten Charakter, seinem guten Akhlaq, die Stufe derer erreichen, die dauerhaft fasten und dauerhaft beten, auch in der Nacht beten etc. Das heißt, der gute Charakter, der gute Akhlaq des Muslims boostet sozusagen einen auf dem Weg ins Jenseits, vor allem in Richtung Jannah. Und dieser Charakter ist vor allem auch wichtig in unseren Arbeitsbeziehungen. Ehrliche und aufrichtige Arbeit ist leider eine Sache, die wir häufig sehr, sehr vermissen. Und unsere Religion, also Allah, verlangt von uns natürlich, dass wir arbeiten, aber dass wir auch aufrichtig arbeiten. Es geht nicht immer darum, mehr Geld zu haben, ein besseres Auto zu fahren und so weiter, sondern der Fokus ist immer darauf, dass man aufrichtig und ehrlich arbeitet. Und zwar sagt Allah Ta'ala in dem Vers, oder in den Versen, wo es um das Freitagsgebet geht, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ, wenn also das Gebet, gemeint ist das Freitagsgebet, verrichtet wurde, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, dann verbreitet euch auf der Erde. Das ist natürlich kein Befehl, sondern eine Erlaubnis. Verbreitet euch auf der Erde, وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, und trachtet nach der Gunst Allahs, nach der Freigebigkeit Allahs. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, und denkt viel an Allah. Macht viel Zikr. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Das heißt, hier ist die Erlaubnis gegeben, dass man nach dem Freitagsgebet auf den Markt geht, dass man zum Arbeitsplatz geht, dass man fleißig arbeitet und gewinnt, aber man sollte auch Allahs gedenken. Das heißt, aufrichtige, ehrliche Arbeit begleitet vom Gedenken Allahs. Und Ordnung und Vertrauen innerhalb der Gesellschaft kann eben nur so gewährleistet werden. Weil ich persönlich zum Beispiel, wenn ich mein Auto reparieren lassen will, das immer wieder irgendwelche Probleme hat, dann weiß ich oft nicht, wo ich hingehen kann. Ich kenne nur eine Person, der ich wirklich vertrauen kann. Bei allen anderen bin ich immer unsicher, weil ich sie nicht kenne und denke, wollen sie vielleicht mich nur abziehen. Und das ist leider auch, man muss das offen ansprechen, bei vielen Muslimen der Fall, dass man nicht sicher ist. Kann ich ihm vertrauen oder nicht? Möchte er mich nur abziehen? Und so weiter. Das heißt, wir sollten erst in unserem eigenen Leben dieses Prinzip etablieren und nicht immer sagen, andere machen das auch so. Weil wir müssen immer die Person sein als Muslime, die versuchen, sich selbst zu bessern und an sich zu arbeiten, dass wir diejenigen sind, die diesen Cycle brechen und eben diese ehrliche und aufrichtige Arbeit machen. Selbst wenn es heißt, dass wir weniger verdienen, weil wir Leute nicht abziehen zum Beispiel. Allah Ta'ala sagt in Surat al-Najm, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Und dass dem Menschen nur das zusteht, wofür er sich bemüht hat, wofür er sich angestrengt hat, was er getan hat. Und seine Bemühungen werden sich sicherlich zeigen. Das heißt, am Tag der Auferstehung werden wir genau sehen, was wir gemacht haben. Und wenn wir uns im Schlechten bemüht haben, werden wir das sehen. Wenn wir uns im Guten bemüht haben, durch aufrichtige und ehrliche Arbeit, werden wir das Vielfache dafür auch im Jenseits bekommen. Also auch für erlaubte Dinge, die weltlich sowieso notwendig sind, wie Arbeiten, können wir durch unsere Absichten zusätzlich eine höhere Stufe gewinnen. Und genau das sollten wir beabsichtigen in unserer Arbeit. In einem Hadith, den wir auch in einem vorherigen Video erwähnt haben, sagt der Prophet sallam, Alaikum bis-Sidq. Seid ehrlich, haltet euch an die Ehrlichkeit. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. Denn die Ehrlichkeit führt zur Frömmigkeit. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. Und die Frömmigkeit führt zum Paradies. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Und der Mensch oder der Muslim spricht so lange die Wahrheit und trachtet nach der Wahrheit, bis Allah ihn von den Siddiqin schreibt, also von den Ehrlichen, von den Wahrhaftigen. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ, und haltet euch fern von der Lüge, von der Unehrlichkeit. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, denn die Lüge führt zur Sündhaftigkeit. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, und die Sündhaftigkeit führt ins Höllenfeuer. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Und der Mensch spricht so lange eine Lüge oder trachtet nach der Lüge, bis Allah ihn von den Lügnern schreibt. Das sozusagen wird
dem Menschen eine Art Stempel aufgesetzt. Und wir alle durch unser Verhalten können darüber entscheiden, natürlich mit Allahs Erlaubnis, welchen Stempel wir bekommen. Bekommen wir den eines Wahrhaftigen, eines Ehrlichen oder eines Lügners? Und wir sollten vor allem im Kontext unserer Arbeit uns das nochmal überlegen, wie wir da handeln und welchen Stempel wir denn bekommen wollen im Jenseits. Und wenn wir diese ehrliche Arbeitsmoral verinnerlichen, so ist der größte Nutzen ohne Zweifel, dass wir Allah näher kommen dadurch und viel Lohn bekommen dadurch. Gleichzeitig vermitteln wir aber auch ein richtiges Bild des Islams, so wie es damals die Händler gemacht haben, durch deren Verhalten die Menschen in Malaysia den Islam angenommen haben. Also ihr seht heute, wie viel die Malaysianer leisten, also unsere malaysianischen Geschwister, wie viel sie für den Islam machen, was für ein System sie haben und so weiter und so fort. Und das alles hat angefangen mit diesen aufrichtigen, frommen Muslimen, die eben diese muslimische Arbeitsmoral verinnerlicht haben. Und das ist auch sozusagen eine perfekte Art und Weise der Dauer, dass wir einfach unsere Religion zeigen. Denn die meisten Nicht-Muslime lernen unsere Religion nicht, indem sie den Koran lesen oder den Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam analysieren, sondern sie schauen sich unser Verhalten an und durch unser Verhalten lernen sie den Islam. Das heißt, jeder von uns muss sich fragen, verhalte ich mich denn auf eine Art und Weise, dass ich als Standard für den Islam genommen werden kann? Jetzt könnten vielleicht einige sagen, ich habe gar nicht den Anspruch, ein Standard für den Islam zu sein. Es geht nicht darum, dass man den Anspruch hat. Es geht darum, dass die Leute, ob du willst oder nicht, dich als Standard nehmen. Und genau deswegen sollten wir unser eigenes Verhalten überprüfen. Und der Prophet sallam sagte natürlich auch, Khairun nasi anfa'uhum linnas, also der Beste der Menschen ist derjenige, der am nützlichsten ist. Und diese Nützlichkeit hat ohne Zweifel die Bedingung der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Denn das Gegenteil, also wenn man nicht aufrichtig ist, nicht ehrlich ist, sondern abzockt, ist nichts anderes als Schaden. Und der Islam hat in seiner DNA sozusagen dieses Gefühl dafür oder den Ansporn dazu, eben sauber, ordentlich zu arbeiten, aber auch ästhetisch zu arbeiten, dass man sauber seine Arbeit macht und nicht einfach etwas beendet, nur damit es fertig ist. Denn der Prophet sagt, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Allah hat die Perfektion in allen Dingen vorgeschrieben. Und deswegen sollten wir uns Mühe geben, diese Perfektion in allen Bereichen auch zu erfüllen. Und ohne Zweifel hat die ehrliche und aufrichtige Arbeit den Nutzen der Baraka. Und zwar sagt der Prophet ما أكل أحد طعاما قد خير من أن يأكل من عمل يده. Kein Mensch isst etwas Besseres als das, was er durch das Geld verdient hat oder gekauft hat, was er durch seine eigene Handarbeit geleistet hat. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. Und selbst der Prophet Dawud عليه السلام aß von der Arbeit seiner eigenen Hand, also von seiner eigenen Handarbeit. Was er dadurch gewonnen hat, davon hat er seinen Unterhalt verdient und sich ernährt. Und in einem anderen Hadith heißt es, مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. Der Mensch kann nichts Saubereres verdienen, als das, was er durch seine Handarbeit verdient. Also was man ehrlich verdient, einfach ohne andere auszutricksen und so weiter. Und wichtig ist auch, dass nicht nur hat es einen Nutzen, wenn wir uns daran halten, es hat aber auch einen großen Schaden, vor allem einen spirituellen Schaden, wenn wir uns nicht daran halten. Staeidu billah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Da sagt Allah Ta'ala zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sei standhaft, ehrlich, aufrichtig, so wie es dir befohlen wurde, du und diejenigen, die mit dir bereuen. Wa la tatghaw, und lehnt euch nicht auf und übertretet nicht. Innahu bima ta'maluna basir. Gewiss, er sieht genau, was ihr tut. Das heißt, wir sollten in unserem Leben natürlich unsere Ibadat mit Standhaftigkeit verrichten. Das heißt, unsere Pflichtgebete, aber auch die freiwilligen Gebete und das Fasten und so weiter und so fort, sollten wir mit Standhaftigkeit vollrichten. Aber genauso auch in unseren Angelegenheiten, die wir als weltliche Angelegenheiten sozusagen von unserer Religion trennen, wobei das nicht zu trennen ist, sollten wir auch umso ordentlicher, aufrichtiger und standhafter machen. Denn die beiden hängen miteinander zusammen. Diese
Beständigkeit in unseren Ibadat, also in unseren Gottesdiensten, ist sozusagen der spirituelle Benzin eben dafür, dass wir in unserem Alltagsleben diese guten Taten oder diese aufrichtigen Taten vollrichten können. Und zwar wissen wir, dass Allah ja im Koran sagt, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah, das Gebet verbietet das Schändliche und das Verwerfliche. Das heißt, durch unsere Ibadat erreichen wir diesen Charakter, der uns dabei hilft, diese hohe Stufe bei Allah zu erreichen. Der Ibadat haben an sich einen privaten Nutzen für uns, aber indem wir unsere Arbeit richtig, ordentlich und gut und schön machen, haben wir auch darüber hinaus einen Nutzen für die Gesellschaft. Das heißt, wir können eben dadurch diese hohe Stufe erreichen, wodurch? Durch eben diese saubere Arbeit. Und wir als Muslime sollten uns umso mehr Mühe geben, etwas Nützliches hervorzubringen. Denn ob man will oder nicht, egal wie richtig die Botschaft ist, die man übermittelt, zentral ist leider für die meisten Menschen immer noch die ökonomische Machtkraft. Das heißt, wie Ibn Khaldun sagt, die Stärkeren werden einfach immer nachgeahmt. Und einfach weil die meisten muslimischen Länder derzeit ökonomisch in einer schlechten Lage sind, natürlich hat das auch seine historischen Hintergründe, die ich jetzt nicht weiter erläutern muss, dadurch scheint es, als hätte es was mit dem Islam zu tun. Wobei ein technischer, ein ökonomischer Fortschritt nicht direkt mit einer Religion zusammenhängt. Aber Fakt ist, dass viele Leute sich eben die zum Vorbild nehmen, die ökonomisch stark sind. Deswegen sollten wir dazu beitragen, was wir beitragen können. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.